Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir waren beim letzten Mal ein bisschen farmen und haben jetzt endlich Eisen und sogar ein paar Diamanten. Wofür ich die verwende, weiß ich aber noch nicht. Warte mal, 5 Diamanten ist genau richtig, ne? Für eine Diamantspitzhacke und für einen Zaubertisch. Und ein Buch haben wir auch schon. Es würde nur noch Obsidian fehlen. Und dann hätten wir einen Verzauberungstisch schon. Nicht schlecht. Könnte man sich demnächst mal irgendwann dran setzen. Und wir haben Effizienz 4 Buch. Das heißt, mit einem Amboss können wir uns echt eine coole Spitzhacke machen. Mit Effizienz 4? Aber na gut, Haltbarkeit wäre mir eigentlich lieber. So, lass mal hier ein bisschen Krabby Mabby ablegen mal wieder. Wir haben auch Essenzbeeren und so weiter und Aluminiumbeerenbüsche und sowas gefunden. Den Sattel. Das war schon nicht so ohne. Wollen wir uns vielleicht mal erstmal eine Rüstung machen, um wirklich gegen Mobs und eventuelle Gefahren zumindest ein bisschen geschützt zu sein. Dafür verbrauchen wir natürlich wieder Unmengen an Eisen. Aber wir haben hier sogar noch einen ganzen Stack. Ja gut, dann lässt sich das, glaube ich, aushalten einigermaßen. So, dann brutzel du mal auch noch vor dich hin. Eisen und Aluminium legen wir auch mal hier rein, die Diamanten. Und dann wollte ich... Ah ne, hier ist die zweite Eisenspitzhacke. Ich dachte schon, unsere wäre kaputt gegangen. Dann wollte ich jetzt mit etwas beginnen, das schon längst überfällig ist. Und zwar mit der Lagerhalle. Beziehungsweise nicht Lagerhalle, sondern einfach irgendwie ein kleines Lagerungssystem. Das würde mir schon vollkommen reichen. Und dazu hatte ich überlegt, dass wir hier nach unten so eine Art Gang führen, der irgendwie in der Halle reingeht. Dass wir nicht alles so nach oben oder auf einer Ebene haben, sondern dass das jetzt hier mal ein bisschen nach unten geht. So. Würde ich zumindest so machen. Wir müssen jetzt nicht super tief reingehen. Vielleicht reicht das auch schon von der Höhe oder so. Ja, man könnte ja hier dann den Eingang machen. Das wäre ja absolut machbar. Problem war jetzt, ne, wir hatten jetzt hier so einen abgeschnittenen Gang wieder. Das heißt, wir haben hier wieder Probleme, wie wir das mit der Treppe machen sollen. Hier oben hatten wir ja letztendlich dann diese Variante genommen, dass wir einfach eine Vierertreppe gemacht haben. Aber hier haben wir auch nirgendwo was abgeschnitten. Das heißt, da konnten wir uns das ja durchaus leisten. Und das hier war normaler Stein, glaube ich, ne? Nur gechiselt. Hier müsste der auch noch ausgetauscht werden. Das heißt, da müsste man eventuell auch nochmal dann Stein schmelzen weiterhin. Ja, wie machen wir das? Ist halt eine gute Frage. Schwierig. Wobei. Eigentlich geht's sogar. Eigentlich geht's. Das war Marble, oder? Sieht man hier oben, glaube ich, besser. Das war Marble. Marble. Okay, dann lass uns mal ein bisschen Marble holen. Und dann weiß ich, glaube ich, wie wir das ganz gut angehen können. Haben wir denn noch Marble? Ja, wir haben noch ganz gut Marble. Dann nehme ich das mal. Dann brauchen wir auch unseren Chiselinho mal wieder. Nehmen wir uns den mal. So, und welchen hatten wir jetzt genommen? War das einfach Marble Block, ne? Ich glaube, Marble Block war es. Das könnte hinhauen. So. Und dann lass uns das mal... Ich möchte nur mal ganz kurz gucken, ob das tatsächlich der richtige ist. Ja, doch. Sieht richtig aus. Sieht ganz gut aus. Dann lass uns das nämlich mal hier jetzt den Boden austauschen. Und zwar hier so an den Ecken. Und auch hier an den Ecken. Machen wir jetzt nämlich auch dieses... den Marble einfach hin. Einfach Marble hinmachen. Jojo. So. Und dann haben wir nämlich den Boden hier unten einheitlicher auch mit den Treppen und so weiter gemacht. Finde ich vielleicht ganz gut dann. Muss man natürlich mal gucken und abwägen, ob das dann tatsächlich gut ist, wenn das alles so ist, wie wir die Treppen gemacht haben. Aber warum nicht? Finde ich jetzt bislang schon mal keine schlechte Idee. Sui. Übrigens ist zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise schon in der letzten Folge, sind die ersten Folgen online gegangen. Das heißt, ich habe auch schon eure ersten Kommentare und so weiter. Und die ersten zwei Folgen sind derzeit online. Und, ja, ich bin sehr zufrieden damit, wie es bei euch angekommen ist.
Also es kam sehr, sehr gut bei euch an und ich hoffe, dass wir eben im Laufe dieses Projekts noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Und ihr habt euch natürlich, doch, das finde ich ziemlich gut eigentlich sogar. Das finde ich ziemlich gut. Hier beim Eingang müssen wir uns halt noch überlegen, ob wir das so lassen oder ob wir das irgendwie anders machen werden. Aber grundlegend finde ich das hier sehr, sehr schön. Und dann kann man hier nämlich diese Treppen hier machen, wie wir sie schon mal angedeutet hatten. Dann füllt man eben diesen Teil mit Marble und den anderen halt mit diesem bestimmten Cobblestone dann. Und hier kann man halt die Wand trotzdem weiterziehen. Das wäre halt also absolut kein Unding. So. Jetzt müssen wir ja nur noch ein paar Treppen reinlegen. Machen wir es mal. Was? Stimmt, so ging es auch, ne? So schräg irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gerade geschafft habe, so zu platzieren. Aber ist ja auch egal. Irgendwie habe ich es scheinbar geschafft. So. Ja, und zwar habt ihr auch einen Kommentar geschrieben zu meiner Idee eines recht großen Projekts mit einer Burg. Da schienen die meisten von euch echt angetan zu sein von der Idee. Von diesem riesigen, riesigen Projekt, was es dann ja wäre. Wurde mir aber auch in die Kommentare geschrieben, mach das, dann hast du wenigstens was zu tun, hast du gewisse Ziele, weißt, worauf du dich einlassen kannst. Und genau deswegen finde ich halt so ein Großprojekt persönlich auch durchaus gut, dass man das mal angehen könnte. Aber bis wir das machen, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit verstreichen. Was, der? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Nee. Detailed Cobblestone Bricks. Detailed Cobblestone Bricks. Die sind es. Ne? Ja. Sehr gut. Okay, dann können die hier auch schon mal eingesetzt werden. Ja, und dieses Bogenprojekt, das wird dann sehr schön. Da freue ich mich drauf. Ich lese ja derzeit auch Lied von Eis und Feuer, also Game of Thrones als Buch, ne? Und wenn ich das durch habe und ich bin jetzt relativ weit, also ich muss noch anderthalb Bücher lesen, dann habe ich alle 10 durch, dann werde ich mir halt auch die Serie angucken, wo es ja, die ja auch im Mittelalter spielt und in verschiedensten Bogen. Und vielleicht kann man sich da sogar noch ein bisschen was abgucken, so ein bisschen inspirieren lassen und so weiter. Und generell machen wir auch gerade bei unserem Buchprojekt, über das ich vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen ausführlicher reden könnte, weil einige werden sicherlich wissen, was es ist, andere wissen es vielleicht nicht. Und da könnte man das vielleicht mal ein bisschen aufklären, was genau es mit diesem Buch- oder Weltenprojekt oder wie auch immer auf sich hat. Das könnte man durchaus machen, denke ich. So, zuallererst werden wir jetzt aber erst einmal hier die Wände austauschen, glaube ich. Ich glaube, da hätte ich jetzt am meisten Bock erstmal drauf. So. Achso. Am besten wäre es natürlich, wenn wir erstmal mit dem Hammer eins machen und dann setzen, ne? Das wäre, glaube ich, schon recht praktisch. Wollen wir denn unsere geschmolzenen Steine, die werden wir ja gleich wieder zuhauf brauchen. Hier haben wir einmal einen Stack und wir hatten aber noch einen irgendwo. Meine ich. Da haben wir noch einen. War's das? Könnte sein. Zumindest so. Im Groben und Ganzen. Könnte es das gewesen sein damit. So. Dann. Machen wir mal so. Machen wir mal so und so und so und so. Und dann sind wir wieder bei einem hervorragenden Kommentarstil angelangt. Ja. Was ist denn jetzt dieses Buch- oder Weltenprojekt, von dem ich die ganze Zeit schon immer mal wieder rede? Ich habe ja so ein bisschen vorausgesetzt, dass ihr wisst, was es ist, weil ich es schon häufig erzählt habe, aber ich erzähle es jetzt ganz gerne nochmal. Warte mal, nachdem wir uns mal angeguckt haben, was ist das hier? White Stone Bricks. White Stone Bricks. Das sind die. Das sind die. Und das sind die. Okay, hervorragend. Dieses Buchprojekt ist im Prinzip folgendes, und zwar versuche ich, oder war es ursprünglich so gedacht, dass ich gemeinsam mit vielen, vielen Leuten auf YouTube versuchen will, ein Buch zu schreiben. Beziehungsweise waren damals angedacht, 3 Bücher zu schreiben. 3 Romane. Die Story wurde dann nach und nach entwickelt. Ich habe das auf YouTube immer mitgeteilt, was so meine Ideen waren, habe Kritik eingeholt und eben auch Ideen von den Zuschauern dann mit einbezogen und so weiter. Und Zeichnungen konnten beigesteuert werden.
und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es in der Art jetzt nicht mehr, denn mit der Zeit hat sich ein doch recht fester Kern etabliert von, ich sag mal, 9 bis 10 Leuten so. Und ja, die haben dann eben, oder mit denen habe ich dann gemeinsam etwas ausgeplant, eben zur Story, aber uns wurde auch recht schnell bewusst, dass diese Story eben noch sehr vage formuliert ist, sag ich mal, weil wir einfach eine Welt brauchen, in der das Ganze spielt. Und dann haben wir eben angefangen, so ein bisschen zu gucken, ja, wie kann man denn die Stadt machen, in der das spielt, und dann fiel uns auf, wir wissen eigentlich gar nicht, zu welcher Zeit das genau spielen soll. Ich meine, Mittelalter ist eine ziemlich weit gefächerte Ära, ist das das richtige Wort? Also auf jeden Fall eine Zeit gewesen, die sich doch ein bisschen gezogen hat und wo es die unterschiedlichsten Technologien und sowas gab. Ja, und dann haben wir überlegt, okay, da müsste man vielleicht auch ein bisschen näher drauf eingehen. Und wie sieht es denn generell so mit den physikalischen Eigenschaften der Welt aus? Und wie nehmen die unterschiedlichsten Völker, also es ist ja Fantasy, aufeinander Einfluss? Und was ist damit und damit und dem Faktor und wie sieht es hiermit aus? Und dann sind wir irgendwann einfach, haben wir entschlossen, uns von diesen Büchern zu distanzieren und uns mehr damit zu beschäftigen, erst einmal diese Welt auszuplanen. Rund um das Buch. Oder um die hoffentlich dann irgendwann entstehenden Bücher. Und ja, dadurch ist das Ganze von einem Buchprojekt zu einem Weltenprojekt gekommen. Und es gibt mittlerweile schon echt extrem viele Details. Problem ist halt einfach, dass dadurch dieses Buchprojekt oder Projekt generell, so wie es geplant war, ursprünglich einfach nicht mehr machbar ist, weil man kann einfach keine neuen Leute mehr an Land ziehen, weil das Ganze viel zu komplex geworden ist. Man muss sich da in, also selbst wir haben mittlerweile teilweise hier und da den Überblick verloren. Klar, das kann man sicherlich alles wieder richten, indem man sich beliest und so weiter, aber wir haben halt auch gewisse Grundinformationen. Neue Leute, die dazukommen würden, hätten diese halt schon mal nicht. Und genau das ist halt das Problem an der Sache. Weshalb es eben jetzt auf einen festen Kern von, ich glaube, 8 Leute sind wir, die das Ganze ja angehen und versuchen eben eine Fantasy-Welt auszuplanen. Um dann später irgendwann mal, ja, ein Buch schreiben zu können dazu. Bis dahin wird es aber auch noch eben, eine ganze Weile dauern. Aber es gibt halt auch schon die verschiedensten Kurzgeschichten dazu. What the fuck, das ist ein Werwolf. Der steht auf 2 Beinen. Oh oh. Alter. Okay, Kojote hin oder her. Die sind süß. Aber dieser Werwolf da hinten. Der macht mir gerade ein bisschen Angst. Ist etwa Vollmond? Der läuft auf 2 Beinen. Er ist weg, er ist despawned. Man muss ihn nur lang genug angucken. Und die Mobs despawnen. Alles klar. Alles klar. Lass mal lieber schlafen gehen, damit der Vollmond auch schnell vorbei ist. Weil auf ein Gefecht mit einem Werwolf habe ich jetzt eher weniger Bock. Werwölfe gibt es übrigens derzeit bei uns noch nicht in der Welt. Die sind da nicht geplant. Ja. Keine Ahnung. Und das ist sehr, 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 sehr schwierig. Derzeit planen wir übrigens an einem, tatsächlich an einem ersten Buch. Allerdings wird es weniger ein Buch sein, da, nee, warte mal, das ist der falsche Stein. Haben wir davon nichts mehr? Ich habe ja gerade was zurückgechiselt, ich weiß. Aber scheinen wir echt nicht zu haben, ne? Nehmen wir das. So. Auf jeden Fall planen wir gerade an einem Buch, allerdings wie gesagt, kein storytechnisches Buch, sondern ein Buch, in dem wir einfach mal all unsere Fortschritte zusammenfassen, in der die halt um diese Welt handeln. Und ja, das wollen wir dann drucken lassen und so weiter. Es wird wahrscheinlich möglich sein, uns da dann finanziell zu unterstützen und dadurch auch selbst ein Exemplar davon zu bekommen, falls man eben, ja, Bock drauf hat auf sowas, sich in so eine Welt mal einlesen möchte. Da haben wir halt für uns selbst so eine Art Lexikon geschaffen, aber wir wollen es auch so aufziehen, dass jemand, der diese Welt nicht kennt,
es von Anfang bis Ende durchlesen könnte und am Ende einen relativ guten Durchblick hat. Das ist so unser Ziel. Und deswegen sind wir derzeit fleißig am Texte schreiben dafür und das gibt's halt relativ einfache Themen natürlich. Genauso gibt's aber auch sehr, sehr komplexe Themen. Zum Beispiel befasse ich mich derzeit mit der Magie in der Welt und versuche das halt irgendwie logisch alles zu erklären. So ein bisschen, natürlich Fantasy kannst du nicht komplett logisch erklären, musst du halt irgendwelche Eigenschaften natürlich verändern im Gegensatz zur normalen Welt. Aber ich denke, das ist relativ klar, glaube ich. So, hier bin ich mir halt immer noch nicht sicher. Das sieht halt ziemlich kacke aus. Also, grundsätzlich finde ich das hier mit dem Treppenaufgang ziemlich nice, aber wie ich das machen will, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. I don't know. I don't know. So, hier oben können wir auf jeden Fall auch nochmal austauschen. Ich glaube, es war auf der anderen Seite sogar noch ein bisschen höher. Aber solange wir noch nicht genau wissen, wie wir das machen wollen, tausche ich mal hier nur die oberste Reihe aus. Und dann werden wir bei Zeiten mal weiter gucken. Und wir werden uns dann vielleicht jetzt auch mal ins Lagerungssystem setzen wieder. Ja, auf jeden Fall macht dieses Projekt sehr, sehr viel Spaß, aber ist eben auch sehr komplex teilweise und zeitaufwendig. Und da machen wir derzeit auch, gerade weil es an der Aktivität so ein bisschen gemangelt hat in letzter Zeit, sowohl von meiner Seite aus als auch von den meisten anderen Mitgliedern, gab es da halt, ja, schon so ein paar Problemchen, sag ich mal, da irgendwie, dass da mal wieder was zustande kam. Also es hat sehr stark stagniert in letzter Zeit. Jetzt haben wir uns halt so eine kleine Challenge im Prinzip gesetzt, wo wir gesagt haben, hey, lass doch mal versuchen, einen Monat lang, 30 Tage lang, jeden Tag zumindest ein bisschen für die Voysia, also die Welt, zu machen. Die Welt heißt eben die Voysia, benannt nach dem Gott, die Voysos, der sie erschaffen hat. Und, ja. Keine Ahnung, wen das Ganze interessiert, gibt es verschiedene Links, wo man sich auch nochmal belesen könnte. Oder halt, wie gesagt, dann auf das Buch warten, wenn ihr dafür Geld übrig habt und das Geld ausgeben wollen würdet. Ansonsten kann man auch, ja, also wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir dann irgendwie so, keine Ahnung, so ein Spendensystem einführen werden, wo man uns eben unterstützen kann und ab einem bestimmten Betrag bekommt man eben das PDF einfach zugeschickt. Ab einem höheren Betrag bekommt man dann eben ebenfalls ein Exemplar des Buches. Und so ist das im Groben geplant, weil das, ja, wird halt extrem teuer werden. Und das zu stemmen alleine wird schwierig werden. Gerade weil wir eben auch, ja, schon Zeichnungen dabei haben wollen, die recht, recht professionell sind. Und da Zeichner zu finden, die das im gewünschten Stil machen und dann auch noch kostenlos, ja, ist dann eher unwahrscheinlich und schwierig, leider Gottes. Wir haben grandiose Zeichner während der Zeit gehabt. Also, das ist echt krass, was da teilweise gezeichnet wurde. Also wirklich extrem realistische Bilder. Und genau sowas wollen wir halt am besten haben. Allerdings sind diese Zeichner dann meistens auch extrem beschäftigt, ob jetzt aufgrund von anderen Hobbys oder weil sie eben Aufträge haben, diverse. Und wenn du dann da eben ankommst, ja, hey, wir wollen auch ganz gerne Zeichnungen haben, umsonst von dir für ein Buch, mit dem wir eventuell ein bisschen Geld verdienen könnten, kommt das eventuell nicht so gut an. Deswegen gehen wir langsam mehr und mehr von diesem Community-Ding weg und versuchen eben vielleicht auch mit finanziellen Mitteln das Ganze, ja, angehen zu können. Also sich eben auch mal es leisten zu können, einen Zeichner zu bezahlen. Und wir werden für dieses Buch, also ich weiß nicht, wie viele Seiten dieses Buch haben wird, aber auf einige hundert würde ich locker schätzen. Es ist halt schwierig, alle Informationen, die man so in den Jahren ausgearbeitet hat, in ein Buch zu verpacken. Und wir werden schon versuchen, das Ganze möglichst... Wir machen das Ganze nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte dieser Welt. Und selbst da ist die Geschichte echt nur am... Also grob ausgeplant. Da kann man noch so viel Details hinzufügen. Aber das würde den Rahmen eines Buches dann auch sprengen. Ich wollte mir ein paar neue Eisenspitzhacken machen, wenn ich mich nicht irre.
So, lass uns das mal tun. Lass uns das mal angehen. So. Ja, auf jeden Fall, dieses Weltenprojekt ist cool. Freut mich übrigens derzeit sehr, sehr stark, dass diese Challenge uns so ein bisschen Antrieb gibt. Bisher funktioniert es sehr gut, aber wir haben damit auch gerade erst angefangen. Zu diesem Zeitpunkt ist jetzt gerade Tag 4 der Challenge. Wenn ihr das Ganze seht, dürfte es ungefähr Tag 10 oder sowas sein. Also ich bin bei diesem Projekt hier, bei Minecraft, immer so ein bisschen am Vorproduzieren. Einfach um euch, um gewährleisten zu können, euch eine halbe Stunde bieten zu können. Aber ich will es halt auch eben nur dann aufnehmen, wenn ich Bock drauf habe. Und daher muss ich halt, nehme ich halt auch dann auf, wenn ich Bock habe. Und dadurch ist es halt manchmal mehr vorproduziert, manchmal weniger vorproduziert. Aber das macht ja nichts. Eure Vorschläge werde ich mir trotzdem immer zu Herzen nehmen. Und eure Kommentare immer fleißig lesen und durchforsten. So. Ja, hier müssen wir eigentlich gar nicht wegnehmen, weil der Boden auf diese Höhe kommen soll. Ich mach mal hier auch zu. Das war ein bisschen doof dann, dass wir uns da erneut runtergraben müssen wahrscheinlich. So, wir machen den mal, ich denke, quadratisch. Machen wir, ja, nicht unbedingt quadratisch, oder? Ich weiß nicht. Nicht unbedingt quadratisch. Vielleicht könnte man sogar die Form ungefähr beibehalten. Vielleicht ja. Hier haben wir jetzt übrigens wieder eine Menge, Menge Kies. Finde ich super. Ich mag Kies. Irgendwann haben wir mal Kies gebraucht. Ich glaube, wir wollten gucken, ob man den chiseln kann. Kann man Kies denn chiseln? Geht das? Kies, nee. Warum auch immer das nicht geht. Vielleicht weil es, ich glaube, Sand kann man auch nicht chiseln. Vielleicht weil es ein Block ist, der runterfällt und es dadurch irgendwelche Probleme gibt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil es so ein Gravity-Block ist. Aber weiß ich nicht. Warum hebe ich denn schon wieder die Erde aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich das tue. Sehr schöne Geräusche, die der fallende Kies da macht. Hört sich ein bisschen eklig an. Hört sich so an, als wenn sich gerade jemand vergnügt hat und zum finalen Schuss gekommen ist. Aber gut. Eben das seine Kies, wenn du hier gerade meinst, dir ordentlich einen von der Kastanie schwingen zu müssen. Dann mach das. Tu das. So, ist wahrscheinlich ein anerkanntes Synonym, was ich gerade benutzt habe. Für das Befriedigen. Man weiß es nicht. Ich bin ja kein Experte. Ich mach sowas nicht. Nee. Würde ich nie tun. Sowas ist ja schweinisches sowas. Kann man nicht machen. So. Ja, okay. Ich mach mal, würde ganz gerne hier noch ein bisschen Licht reinbringen ins Dunkle erst einmal. Damit ihr auf YouTube auch schön seht. Ich hebe hier gerade nochmal in alle Richtungen so ein bisschen weiter aus, damit wir eben die Wände hier schon mal reinziehen können. Und dann würde ich hier grundsätzlich sogar ganz gerne Eisenkisten verwenden, weil da passt einfach ein bisschen mehr rein. Doof ist natürlich, dass die sich nicht verbinden. Untereinander. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, konntest du nichts machen, ne? Musst du mit leben können. So. Dann wird hier die Wand ausgehoben. Und dann sind wir alle todesglücklich. Songvorschläge habe ich übrigens von euch bislang noch keine bekommen. Beziehungsweise muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber das Formular war eh erst ab Folge 2 verfügbar. Demzufolge kann es noch ein Momentchen dauern, bis Musik von euch in der Playlist erscheinen wird. Aber ich werde mir auf jeden Fall dann mal eure Vorschläge demnächst angucken. Muss dann aber auch erstmal testen und nachschauen, ob die eben Copyright frei in Ordnung, wie auch immer sind. So, jetzt haben wir erstmal das Problem, dass wir die Decke auf jeden Fall noch weiter ausheben müssen. Ganz klare Sache. Weil wir werden ja noch um eine Ebene höher müssen, wenn wir den Boden hier einsetzen. Und dann wird es mit der Decke schon ein bisschen knapp werden, ne? Von daher haben wir hier erstmal ein bisschen noch was zu tun. Und jetzt großartig noch ein Thema anzufangen, lohnt sich, glaube ich, nicht mehr in dieser Episode. Wir haben ein bisschen über das Weltenprojekt geredet. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen, spezielle Fragen noch zu habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass sich einige Leute dafür interessieren werden. Andere Leute werden sich vielleicht gar nicht dafür interessieren. Aber für die Leute, die sich dafür interessieren, schreibt einfach, ballert einfach rein. Wenn ihr irgendwie mal eine Kurzgeschichte oder sowas dazu lesen wollt, könnt ihr auch Bescheid sagen. Dann ballere ich euch mit Links in den Kommentaren zu. Weil, das ist auch so ein bisschen wichtig für uns noch, dass wir auch irgendwo ein bisschen Werbung dann für uns machen. Auf uns aufmerksam machen.
Aber das wird dann, denke ich, irgendwann. Irgendwann wird es auch so eine Art Werbephase dann mal geben. Aber keine Ahnung, wir müssen das Ganze halt auch irgendwie, wir haben in der Öffentlichkeit begonnen, sind so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausgegangen. Auch dieser Schritt ist auch nach wie vor, also gerade jetzt, heiß im Gespräch, dass wir uns wahrscheinlich noch weiter aus der Öffentlichkeit rausziehen werden. Einfach aus dem Grunde, ja, dass das eventuell dann doch mal Probleme geben könnte, wenn alle Informationen frei verfügbar sind im Netz. Das ist dann vielleicht doch nicht so cool. Gerade für Verlege dann später nicht. Deswegen, ja, ist halt die Überlegung da, gewisse Sachen dann privat zu machen. Und nur einige Sachen freizugeben. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, wie das Ganze dann so wird. Wenn es denn soweit ist irgendwann. Aber momentan bin ich wieder guter Dinge. Ich muss sagen, Motivation und so weiter hatten schon nachgelassen, aber durch diese Challenge kommt einfach wieder Leben ins Ganze. Das Problem ist einfach, wenn du mit etwas beginnst und dann irgendwann mal den Faden verlierst, einfach nicht mehr weitermachst und dann wieder neu anzufangen, gerade bei so einem komplexen Projekt, ist sehr, sehr schwierig und hartnäckig. Umso froher bin ich, dass das gerade eben sehr, sehr gut funktioniert. Jo. So, wir heben mal noch die Decke aus und dann werden wir uns beim nächsten Mal eben darum kümmern, hier eine Art Fußboden einzusetzen, uns um die Wände zu kümmern und so weiter und so fort. Ja, wir kommen voran, denke ich. Wir kommen ein bisschen voran und dann, ja, wir werden auf jeden Fall jede Menge Steintruhen brauchen. Aber das ist eben vielleicht auch gerade perfekt, dass wir am Anfang in einem Berg bauen, wo wir sehr viel Stein generiert bekommen und anschließend dann eine Burg bauen, für die wir sehr viel Stein brauchen. Das ist sehr, sehr taktisch ausgeklügelt von mir, ne? Naja, ich bin schon ein kleines Genie und das habe ich natürlich alles von Anfang an schon so durchdacht. Gut, von daher, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und es ist schon wieder Nacht. Sind wieder Werwölfe unterwegs? Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Und ich dachte... Oh nein, oh nein, oh nein, da war wirklich ein Werwolf. Habt ihr gerade gesehen? Das war noch ein Mensch. Kann ich schlafen? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Werwolf? Da steht er noch. Er bekommt aber Schaden. Aber wir haben eine Eisenrüstung. Er ist wieder zum Mensch geworden. Wie awesome. Warte mal, warte mal, warte mal auf mich. Warte mal. Wer bist du? Ein Werewolf. Das ist ein Zombie. Du... Nein! Nein, 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 nein. Ich wollte dir nicht wehtun. Och, Mann. Ich wollte ihn nicht hauen. Ich dachte, der Zombie würde ihn angreifen. Sind wir Freunde? Kann ich irgendwas mit dir machen? Ich sollte dich vielleicht töten, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. I'm not very sure. Alter. Was machst du für Geräusche? Du hast einen Stick und eine Holzaxt gedroppt. Ja, danke dafür. Sehr lieb von dir. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüssi.